Ah, scheiße, Leute, Alter. Muss ich mir erstmal kurz in die Sicht schießen. Ja, schönen guten Abend zurück zu Fallout New Vegas. Oh. Oh. Nagelpistole. Ja, gemoddet. Ja, auf jeden Fall, willkommen zurück. Ich hab ein bisschen. Muss erstmal ein bisschen unsere Rüstung. Was macht der denn da? Und. Ah, Augsburg Puppenkiste. Jetzt hab ich's. Ja, hier, also hier, Sheriffmantel tragen funktioniert irgendwie nicht, weil bin hier gerade ein bisschen rinmarschiert. Ich krieg so auf die Fresse, ne? Das ist unglaublich, was eine Rüstung an Schaden blockt, gerade von diesem Kleinkaliber, mit was die hier feuern. Deshalb werden wir unsere leichte Metallrüstung erstmal anbehalten, ja, und damit sexy sein. Genau. Und jetzt ballern wir uns doch hier mal ein bisschen durch. Sofern das möglich ist. Wo willst du denn den Kumpel? Schieß dich im Rücken. Kommt bestimmt gleich noch seine komischen Kollegen, ja nicht schmiert. Ich muss mir mal noch auf eine Schnelltaste unser Dynamit packen. Dynamite! Das ist ein bisschen umständlich gemacht. Ah, scheiße, Alter. So, und draufklicken und haben. Okay. Dann checken wir erstmal kurz den kleinen Store durch. Korken, Korken, Korken. Korken. Vorkriegsgeld. Zu schwer zu knacken. Oh, guck mal hier. Geschichten eines Dörrfleischverkäufers. Das ist geil. Ich glaube, das erhöht deine Handelsfähigkeit ein bisschen. Dauerhaft. Wichtig ist dauerhaft. So. Und mein Durst, ey, das ist irre. Ich weiß gar nicht, wann das sich so krass aufgebaut hat. Der ist ja am Maximum. Da müssen wir mal gleich gucken. Guck mal, ein Sternkorken. Meine Adleraugen erspäht. Ach komm, den stecke ich auch noch ein hier ein bisschen, weil das schmeiße ich jetzt gleich. Sorry. So, hier war irgendwo ein Trinkbrunnen. Wer das denn? Da ziehen wir uns zwar Radioaktivität mit rein, aber ist mir egal. Hopsa, und du kriegst nämlich extrem krasse Mali drauf. Wenn du halt so einen Durst hast, besonders auf Wahrnehmung, glaube ich. So. Jetzt geht's los, Freunde. Aha! Na, reicht schon! Alter! Naja, das wird doch schwer. Jetzt werfe das verhau ich. Verrückte Penner! Na los! Alter, wie die rumrennen, Alter! Spaß? Und schmeiß mir das selbst vor die Füße! Spaß? Das war Kacke, Alter! Das ist so schlecht, Alter! Boah! Nee. Gib ihm doch den Gnadenschuss, Junge! Ja, er hat ja nur einen Flammenwerfer. Shit, Alter. Hier, Dynamit ist auch nice. Ey, er trifft wirklich gar nichts, ne? Das ist irre. Oh, er schießt jetzt oben.
Ich hab noch 3 Schuss für die Knarre, ey. Na komm, Ende. Na gut, dass hier unsere Aktionspunkte so schnell wieder auffüllen. Boah! Ey, was war das denn jetzt bitte? Die können doch nicht im... Herrlich, das haut hinten und vorne nicht mit diesen Mods, ne? Das ist so... Man merkt richtig... Das ist einfach nicht mehr Hintergrund alles. Das ist total ein wildes Abgefeppe hier. Ich meine, die können sich ja nicht, wenn ich im Dingsmodus bin, sich einfach so schnell bewegen, wie sie wollen. Rinder als Züchter, Cowboy Hood. Das brauche ich nicht. Irre, tanzen die einfach um hier rum. Ah, warte mal, die Stangezieherin kommt mit. Und auch der Mauszeiger, der fliegt mir um die Ohren und. Ah, das ist irre, der ist übel schnell im Menü. Ich möchte mehr auf Schusswaffen. Richtig mit Schwung auf Schusswaffen. Ach, guck mal, 15. Das muss richtig knallen jetzt, Alter. Ich will hier. Ich will den spüren, dass ich hier was ausgebaut habe. Na komm, den stecken wir in Überleben. So, jetzt muss ich erstmal mir ein Steak reinhämmern. Und dann gucken wir uns erst mal kurz... Ey, das hat mich so fertig gemacht. Was war das eben, Alter? Oh, Wasser ist gut. Ich bin ja überladen, ey. Ach, Mann, was habe ich hier nur falsch gemacht? Die Fragmines muss ich immer verbrauchen. Die kann ja eigentlich weg. Ich habe das Ding ja auch gerade getestet. Ich stand direkt vor einem. Es ist überhaupt nichts passiert. Als ob genau die Figur ausgespart wird und dann nur ringsrum geschossen wird. Große Whiskyflasche. Das kann man später auch alles gebrauchen. Ne? Dann kannst du dir irgendwelche wilden Cocktails mixen. Was ich krass finde, ist, was brauche ich denn, um Wasser herzustellen? Rezepte, Hilfsmittel, Medikamente, was gibt's noch? Nahrung. Ich hätte gerne, eigentlich müsste das ja ganz oben stehen, aufbereitet das Wasser, aber das scheint ja hier, das scheint es ja gar nicht zu geben, oder was? Das ist doch für Quatsch, Alter, ich muss mir doch das dreckige Wasser... Wildwasser, Alter. Hier, Ödland-Tequila. Schwarzer Kaffee. Kaktuswasser. Brauche ich leere Brauseflaschen für? Geklonte, gegrilltes. Was? Ist krass, es gibt kein aufbereitetes Wasser, was ich herstellen kann? Was ist das, Alter? Da war doch irgendwo eine Brauseflasche. Na, mach ich uns eh mal Kaktuswasser. Wenn unser Charakter so viel Brand hat. Und damit dürften wir jetzt schon wieder fast überladen sein. Da ist er, Deputy. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Ja, Sie müssen der Deputy sein, ne? Oh ja, sehr vergnügt, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Ich bin hier in einer, misslungenen Lage. Wäre Ihnen höchst verbindlich, wenn Sie mich freimachen könnten. Also, ich kann nur sagen, das war mein Karrieretief als Gesetzeshüter. Die Pulverbande schlich bei Nacht in die Stadt und brachte meine Schwester und ihren Mann, den Sheriff, um, im Bett, während ich schlief, im Büro. Ich überwachte sie scharf und wartete sprungbereit auf den rechten Moment, um sie alle zu arrestieren. Dabei machte ich mir gewissenhafte Notizen. Zu meinem Besturz wurde ich entdeckt, während ich in den Schatten lauerte, und man verbrachte mich an diese Örtlichkeit. In der Tat, werter Herr, und ich würde nur zu gerne meine Informationen mit Ihnen teilen, sobald man mich enthaftet. Oh, krass. Sprechen 40, Alter. Na los, komm. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Wir sind so, sprechen so verhalte null, ne? Ich hab sie doch nicht losgemacht, damit sie wegrennen können. Klar, laufen sie nur weg. Eine große Hilfe wären sie wohl eh nicht gewesen. Dann beuge ich mich ihrem überlegenen Urteil, was Charakter und Talent für bewaffnete Konflikte betrifft. Man sieht sich draußen. Schon komischer Dude. Aber mit Begleitern habe ich es ja nicht mehr so. So, ich kann eh nichts einstecken, was echt kacke ist. Ah, ist das bitter, Brause zurückzulassen, ne? Die Yum-Yum. Oh, scheiße. Fuck, warte. Knall mir noch eine Limo rein. Das ist besser. So, die hatten wir ja schon wieder hier, ne? So, jetzt könnten wir noch nach oben gehen. Beim Gesetzeshüter Colt. Denn hier? Ist das original? Oder wir schießen mit der Maschinenpistole? Das ist alles Dreck, sage ich euch. Dreck ist das. Für die haben wir auch eine Menge, aber Laserwaffen habe ich jetzt nicht. Das ist der Automat. Ich habe hier doch schon eine Anzeige, Alter. Jetzt habe ich es. Na, reicht schon. Was zur Hölle? Verdammt! Boah, er ist entkommen. Ich glaube, Laserwaffen gegen so Lederrüstung ist so scheiße. Sieht mir immer noch inneren. Kann man den noch von haben, man gewinnt ja jedes Mal einen Kronkorken dazu. Sehr leicht. Erstmal müssen wir den Typen umbringen. Was wir auch machen können, ist nicht hier schon mal so ein bisschen. Ist wohl abgehauen. Nee, nicht. Vielleicht bin ich nur schreckhaft. Komm mal her. Ja, Mike, erstmal auf. Nein. Oh, Mike, ihn erwischt. Das Gesetz kommt zu dir, Junge. Lass die Waffen fallen. Macht Spaß? Vielleicht bin ich nur schreckhaft. Oh, kommst du näher? Also richtig rinhämmern tut es nicht, ne? Na los! Sein Kopf ist voll im Arsch. Oh, der darf noch weitermachen. Ich hab keine Moon mehr. Ah, gut, dass er keinen Schaden macht. Oh, Fang, das wird jetzt nicht reichen. Ist da jemand? Ich mach jetzt richtig Scheiße hier. Macht Spaß?
Ah, er hat sich weggeduckt, der Hund. Ey, man kann sich nicht vorstellen, wie clunky sich das spielt, ne? Wenn man das. Man hat ja so viele Vergleiche mit Spielen von heute. Boah. Hat Spaß! Ist mir egal, ich hatte eine Metallrüstung, Digga. Das ist irre. Gerade weil ich nebenbei noch viel Stalker spiele. Das sind Welten. Long Fuse. Das ist auch noch so richtig unnötig, ne? Dass es noch länger abbrennt, bevor es explodiert. Damit haben wir schon fast alle erledigt hier. Wettstein. Erstmal die Spur der Leichen zurückverfolgen. Oh, können wir aber wieder schön verkaufen. Oh, leer. Oh, ist leer. So, und damit sind wir schon wieder überladen. Erstmal ein Steak essen. Nicht so richtig, weil ich hier feuern soll. Die 10mm ist geil, aber wir haben keine Munition mehr. Laser nützt mir irgendwie nichts, weil ich halt ein Lappen bin mit Lasern. Und hiermit schieße ich mir. Das dauert ja ewig, Alter, bis ich da ihn erwischt habe. Und die macht eigentlich weniger Schaden, als da steht, gefühlt. Ja, ist ganz cool so, ne? Vielleicht versuchen wir es mal mit Schleichangriffen. Hallo. Zimmerservice. Ich räume ihre Kronkorken auf. Oh, hier hat aber Inna nochmal eine richtig schöne Party gefeiert, Alter. Vorkriegsgeld. Ach, Mann, ey. Ich bin so verwöhnt. So, mal gucken. Aber er schleicht recht schnell. Oh. Hey! Na. Kann deinen Arm sehen, Kollege. No. Das ist halt krass dafür, dass es macht halt nicht viel Schaden, aber du kannst halt nur zweimal damit feuern im Wetz, weil es so viele Aktionspunkte verbraucht. Oh. Psycho. Deswegen ist das so, deswegen finde ich das nicht so gut, glaube ich. Schachtelzigaretten. Koffer mit Scheiß. Landet wie ein Kartoffelsack. Ja. Ich glaube, wir müssen gucken, ob wir im nächsten Perk mal investieren. Ich glaube, es gibt einen, der das Tragelimit ein bisschen erhöht. Weil mit 200, das schaffe ich nicht. Da sehe ich mich nicht, Leute. Das geht nicht. Ist ja bescheuert, dass man die nie miteinander reparieren kann. Muss man Sheriff-Mantel abwerfen. Die müssen wir behalten. Die Schaufel würde ich auch gerne behalten. Eine Laserpistole verkaufen war denn? Ja, ansonsten... Eieruhr einsteckt. Lunchboxen. Ach, guck mal, die wiegen ja auch ordentlich. Schmeißen wir die erstmal weg.
Dass wir ein bisschen Platz haben hier. Ist hier Ende oder was? Achso, ich bin ja hochgeklettert, ne? Ist das hier? Upsi. Ich komme jetzt weiter hier. Also wieder runter. So. Hier war der Kollege. Ich muss jetzt hier noch mehr Flaschen aufsammeln. Ja, gerade zum Anfang macht es Sinn, sich so ein bisschen umzugucken, ne? Hier so Bücher, guck mal, hier haben wir sie ja noch. Ein Erpresserbrief. Kann man den abspielen? Wahrscheinlich nicht. Doch hier. Einen kleinen unmarkierten Schein, wenn Sie Ihre Frau lebend wiedersehen wollen. Okay. Und was ist denn hier passiert? Upsi. Ja, ist ruhig. Du versperrst mir den Weg zum Medex. Oh, gruselig, ey. Schön weggeschossen. Alter. Die wollten ja richtig wissen hier wieder. So, okay, alright, alright. Hier geht's wieder raus. Ich glaube, wir haben alle abgeknallt. Das ist sonderbar. Das habe ich damals. Fand ich das schon ein bisschen komisch, dass es ein Hotel gibt und da ist einfach mal eine fette Achterbahn dran. Oh, guck mal da hinten. Ich glaube, den erwischen wir so nicht. Dass dann einfach eine Achterbahn dran gebaut ist, ne? Das ist ja echt ein Ort nachempfunden hier. Sehr fast das, was ich in den Rinn gepumpt habe. So, dann können wir uns, glaube ich, beim Deputy melden. Und bei der lokalen Bevölkerung, um denen zu berichten, dass wir alle Probleme gelöst haben. Noch eine Stange Zigaretten. Uiuiui. Also wir verdienen uns erstmal ein kleines goldenes Näschen. Dann haben wir erstmal so ein lüttet Polster aufgebaut. Wo der Deputy rumhängt, ob der dann auch hier drin ist. Ja, das ist echt cool. Ich meine, es sieht alles so nach nichts aus. Also auch so vom. Es ist alles so weitläufig, ne? Aber du findest immer, wenn du dann irgendwo sagst, oh, du löst da jetzt einfach lang, du findest dann irgendwann was, ja? Wo ist denn hier. Er ist besser als nichts.
Vielleicht. Da hinten stand, glaube ich, der Deputy. Hallo. Hallo. Nun, das war ja ein ziemliches Abenteuer. Diesen Sträflingen haben wir ein oder zwei Lektorate erteilt, nicht wahr? Ja, wir waren die Besten. Mich selbst aus der Versiegelung freizubrechen, natürlich ohne ihre Rolle dabei dämpfen zu wollen, aber das war schon spannend. Das Problem ist, Prim ist immer noch gesetzlos. Was tun wir, wenn uns die nächsten Raufbolde bedrohen und als Geiseln nehmen? Alter, dann musst du mal hier ein bisschen Eier zeigen. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber er merkst ja schon, dass er da absolut nicht für geeignet ist, ne? Es sollte jemand Tapferes sein, wie Sie, aber mit mehr Bodenverhaftung. Jemand, der sich hier niederlässt und auf uns aufpasst. Ich hörte die Pulverbanditen von jemandem im Gefängnis sprechen. Myers heißt er und soll Erfahrung als Sheriff haben. Vielleicht eine gute Wahl. Die RNK ist nicht weit. Die könnte man doch auch bitten, die Stadt zu übernehmen. Frage mich, warum wir nicht schon längst von ihnen geholfen werden. Ja, müssen wir uns um kümmern. Sie werden? Das ist ja grandios. Ich beginne schon mal über einige Fragen für das Einstellungsgespräch nachzudenken. Der Sheriff, der in der RNK-JVA eingekehrt ist, könnte eine gute Wahl sein. Sie könnten auch den RNK-Men... Ja, haben wir doch verstanden. Aber es ist schon geil von ihm, dass er jemanden Sheriff vorschlägt, der inhaftiert wurde. Ja, er muss ja auch einen Grund für ihn. Aber kannst du Tatsache machen, und das wird am Ende, glaube ich, auch erwähnt. Du kannst auch den ollen Roboter, der hier irgendwo rumläuft, zum Sheriff umprogrammieren. Du triffst nachher noch andere, die dafür geeignet sein könnten. Den da, ich darf das hier nicht anfassen, oder was? Nur mal reingucken. Selbst ist ja mein. Das wo meins jetzt. Aber hier war doch noch irgendwer, mit dem man sprechen konnte, der nicht einfach nur Bewohner von Prim hieß. Man sagt, dass sie Prim bei der Suche nach einem neuen Sheriff helfen. Sehr nett von ihnen. Ja. Ist nicht nur ein Gerücht. Keine Ahnung. Ah, wisst ihr, wo der sein wird? Weil wir der Stadt, weil wir die befreit haben, wird der wieder an seinem Arbeitsplatz rumlungeln. Die Frauen von New Vegas fragen mich. Und wir müssen uns unbedingt um Edie kümmern. Ist der einzige Begleiter, den ich akzeptiere. Hm, okay, anscheinend ist er doch nicht da. Ich habe Neuigkeiten für Sie. Na gut, nützt ja nichts, dann ziehen wir weiter. Wollen wir mal einen kurzen Blick auf die Uffi am Schmeißen? Was ist hier, um jetzt vergessen nachzufragen? Ja, die ganzen DSC-Quests. Ja, okay, nee, dann reisen wir erstmal die Straße weiter runter. Und wenn ich ihn jetzt nicht frage, wo die lang sind, ich weiß es ja. Ja, ich hab das ja nun schon zigtausende Male durchgekaut. Also der Zuschauer letztens eine geile Idee. Ich meine, das wäre cool, wenn man sein Gedächtnis für so eine Stelle löschen könnte. Ne? Ich finde das total cool. Die Menschheit macht so viele krasse Sachen. Aber dass man so bestimmte Partitionen löschen könnte, das müsste mal dringend erfunden werden. Würde ich übel feiern, wie ich denn an dieses Spiel rangehen würde, ne? Oder würden manche Menschen wieder negative Erinnerungen weglöschen und so? Nur für Videospiele ist das gemacht, ne? Nur für Videospiele. Dann koche ich mir jetzt immer daraus mein Wasser, Freunde. So, hier muss auch aufgeräumt werden in der Raststätte. Oder warum das sein soll? Ich glaube, das ist Polizeirevier, so, ja. Oh! Gulesch. Oh, er lebt noch. Den ballern wir. Oh. Oh, wo kommt er denn her? Ich hab ihm die Waffe aus der Hand geschossen. Alter, wo kommt die alle her?
Ich glaube, ich gehe zum ersten Mal in den Fallout-Spielen auf schwere Rüstung. Da gibt es sicherlich auch irgendwas, was dann das Trage, die Bewegungsgeschwindigkeit nicht ganz so krass beeinträchtigt, weil das macht ja nun mal Rüstung. Und dann geht das schon völlig klar. Das macht ja so Sinn. Du bist sonst nur ständig am Fressen und Snimpex drin, Herr Mann. Hinter stand da ohne. Oh, warte, warte, warte. Hört mal auf hier, Leute. Schakale, Alter. Brennt in der Hölle. Da kommt gleich noch Ersatz. Der Manuel wirft ohne ein. Oh, der war zu weit, oder? Oh, nein. Wo ist er hin, der Schuft? Aus Versehen Steak essen. Den überraschen wir. Das ist die beste Technik, ne? Um die Ecke schleudern und V drücken. Oh. Der wird weiter erkämpft. Ja, guck mal, der hat nichts mehr. Der hat keinen Kopf mehr. Keine Arme, kein Rumpf, kein Bein. Was macht man mit so einem Typen, ja? Na. Und der hat eine 10 mm. Das ist gut. Meine Lederrüstung hat eine Schadensschwelle von, ich glaube, wenn du sie ausgebaut hast, vielleicht 8 ungefähr. Und unsere Metallrüstung hat schon 12. Wo ist denn die Lady hin? Alter. Okay. Na los, dann lass uns noch kurz hier drinnen aufräumen und dann machen wir Feierabend. Ist auch schon wieder irre lang. Und dann werde ich in der Zwischenzeit unser Zeug verkaufen gehen. Baller ich den alle mal ein bisschen in der Fresse da drin. Es ist Zeit zu sterben. Ein Schakal wird lebend davon kommen. Lass das Messer fallen. Oh, Schrecke. Die können wir wegmacheten. Oder nicht? Ja, nee, ey, ich hört sich an, als ob die überall sind. Wieder in einen Sternkorken fallen lassen. Ich muss hier Wasser sammeln, ich nehme her. Und Schlagring. Kann man den. Wie bewegt man den? Man kann die auch bewegen. Brass Knuckles, Alter. Boah. Die haben 120er Wert? Guck mal, hier hat er eine Stange Zigaretten versteckt. Das meine ich, ja? Guckt euch um. Hydro geht auch noch mit. Oder auch nicht. Du bist zu schwer, du kannst nicht laufen. Oh, eine klemmt. So Leute, hier hat unsere Reise erstmal für heute ein Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Oh, das war auch gut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich erleichtere uns erstmal und dann sehen wir uns auf den heißen Straßen Nevadas wieder. Ja, schönen Abend euch, bis zur nächsten Folge. Haut rein.